Hallöchen und herzlich willkommen bei einem neuen Sonntags mit Lillis. Ich habe heute was ganz Besonderes mit euch vor. Und zwar möchte ich heute euch einen Lettering-Effekt zeigen, der zum Thema Winter passt und vor allen Dingen jetzt gerade, wenn man sich so schön einmummeln möchte. Und zwar ist das ein Woll- oder Strickeffekt im Lettering. Dafür braucht man dickere Buchstaben, Blockbuchstaben oder richtig schöne fette Monoline-Linien, wo halt auf jeden Fall auch ein gutes Muster reinpasst. Ich habe mich für einen Spruch entschieden, Sweater Weather. Ich denke, der wird am besten dazu passen. Habe mich dafür, wie gesagt, entschieden, fette Buchstaben zu nehmen, damit das Muster ordentlich zur Geltung kommt. Habe wie beim Brush Lettering auch darauf geachtet, dass die abführenden Linien fett sind und die schmalen Linien werden wir dann quasi in einem Wollfaden designen. Das Weather habe ich mich noch nicht so ganz entschieden, wie ich das mache. Es wird auf jeden Fall in Druckbuchstaben bleiben. Man kann es natürlich auch schön geschwungen mit einer schönen Lettering-Schrift machen. Ich werde wahrscheinlich bei Druckbuchstaben bleiben und werde sie bloß noch mit Serifen an den Buchstabenenden verzieren. Und ja, das mache ich aber ganz zum Schluss. Erstmal möchte ich euch kurz meine kleine Mini-Studie dazu zeigen, dass man auch nicht unbedingt großartig professionelle Materialien dafür braucht. Ihr seht hier schon, hier liegen ein paar Brushpens. Für die Farbe Lila habe ich mich hier entschieden. Ihr könnt euch natürlich auch für sämtliche andere Farben entscheiden, ob grün, blau, türkis, rot, gelb. Also beim Pulloverwetter, da kann man ja auch kunterbunt und gerade bei dem November ein bisschen Farbe ins Spiel bringen. Okay, ich möchte euch kurz die Studie zeigen, die ich hierzu gemacht habe. Wie gesagt, ich wollte es so einfach wie möglich halten. Habe mir erst überlegt, wie ich es halt gestalte und dachte mir dann, alles extra zeichnen, das wird ein bisschen kompliziert, das muss doch irgendwie einfacher und vor allen Dingen auch schneller gehen. Und habe mich dann dafür entschieden, beziehungsweise entdeckt, dass man ja mit den Brushpens schöne Tröpfchen zeichnen kann. Und je nachdem, wie stark man mit dem Brushpen aufdruckt, umso größer oder kleiner sind die. Ne? Und ich finde, man kann damit ein tolles Strickmuster herbeiführen. Wenn ihr keine Brushpads habt, ist das gar kein Problem. Dann könnt ihr wasserbasierte Stifte benutzen und sie mit einem Pinsel aufnehmen. Denn mit dem Pinsel geht das genauso gut. Und beim Pinsel, wie ich finde, es ist jetzt zwar ganz normales Papier, aber beim Pinsel, wie ich finde, hat man einen unsauberen Effekt drin. Also hier mit dem Brushpen sieht es halt sehr ordentlich aus. Ne? Die Farbe ist gleichmäßig verteilt. Und bei dem Pinsel, da sammeln sich die Farben so auch an den Rändern. Das sieht man hier auch besonders gut. Das habe ich auch mit dem Pinsel genommen, aufgenommen quasi. Hier sind noch verschiedene Brushpens. Geht mit sämtlichen Stiften. Mit Buntstiften kann man das bestimmt auch machen. Da muss man halt bloß eine stärkere Linie malen. Aber ich denke, ich werde es heute mit den Brushpens in einer Mischung mit den Pinseln probieren. Ich werde mal gucken, wie ich mich dazu leiten lasse. Vielleicht mache ich es auch ganz mit dem Pinsel. Ich habe mich dazu noch nicht ganz entschieden, denn ich möchte es euch erstmal zeigen, wie ich es gemacht habe. Und vielleicht entscheide ich mich dann halt einfach nochmal um. Aber erstmal möchte ich, dass ihr entweder euch eine Skizze vorzeichnet. Ihr könnt euch gerne das als Inspiration nehmen. Und dann möchte ich das erst grundieren, damit wir im Hintergrund nicht nur weiß haben. Also ich möchte es grundieren, dass wir im Hintergrund auch eine schöne Farbe haben. Wir grundieren als erstes, bevor ich euch die Striche zeige, damit es nämlich trocknet. Wenn es nämlich nicht trocken ist, passiert nämlich so. Ich habe mich hier für das Papier von Kensen entschieden. Das ist das Mixmedia Imaging. Da kann man super gut mit Aquarelltechniken drauf künstlerisch kreativ werden. Ich habe mir hier noch eine kleine Mischpalette zurechtgelegt. Es müssen auch nicht drei Töne sein. Ihr könnt auch mit einem Ton zeichnen. Ne? Also nur so kurz als Zwischeninformation. Ich werde mir die Brushpens auf eine Blending-Palette malen und dann mit einem Pinsel etwas Wasser, weil die Grundierung oder Lasierung im Hintergrund, die kann wirklich, muss nicht gleichmäßig sein, aber soll zart sein von der Farbgebung her. Auch wenn jetzt hier irgendwelche Flecken entstehen, lasst das ruhig. Denn der Wolleffekt im Vordergrund, der kaschiert das dann eh alles so ein bisschen.
wie ihr seht. Es ist bei mir jetzt auch nicht sauber, hier sind auch Wasserränder, wie gesagt, darum geht es auch gar nicht. Es geht jetzt nicht darum, dass ihr hier alles super sauber perfekt macht. Das ist der Hintergrund und den sieht man nachher durch den Wolleffekt so oder so nicht mehr so gut. Ich werde wahrscheinlich bei einer Farbe bleiben. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht zwischendurch mal noch eine andere Farbe mit einmische, damit einfach ein bisschen mehr Harmonie, ein bisschen mehr Stimmung ins Bild kommt von der Farbgebung her. Aber ich möchte mit euch jetzt erstmal die verschiedenen Methoden ausprobieren, die wir hier machen können mit verschiedenen Medien oder Materialien. Oder Materialien ja nicht, mit den verschiedenen Stiften. So, das packe ich jetzt erstmal zur Seite. Das soll jetzt trocknen. Die Blending-Palette nehme ich mir nochmal zur Seite, damit ich euch das dann gleich zeigen kann. Mit dem Pinsel. Und ich würde sagen, wir fangen erstmal mit dem Brush Pen an. So, also. Ihr könnt mit dem Brush Pen schöne kleine Tropfen machen. Je nachdem, wie stark ihr aufdrückt. Geht auch, wenn ihr Dollar aufdrückt, kann man größere Tropfen machen. Und wir bleiben hier in einer Reihe. In einem Strickmuster ist ja auch immer eine Reihe vorgegeben. Und um diesen geflochtenen Effekt beim Stricken nachzuahmen, gehe ich jetzt mit der gleichen Neigung, aber von der anderen Seite ran. Versuche nah beieinander zu sein, aber nicht, dass sie sich unbedingt berühren. Sie können sich ruhig ein bisschen berühren. Jetzt in verschiedenen, ist es schlimm. Je nachdem, wie breit das beim Buchstaben gleich sein wird. Je nachdem müssen wir dann entscheiden, wie viele Reihen wir machen. Und je nachdem auch, wie groß ihr die Tropfen macht, also umso größer ihr die Tropfen macht, umso weniger passen halt dann in eure Buchstaben quasi rein. Aber wie ihr seht, kann man da mit dem Brush Pen auch größere Tröpfchen machen. Ja, so viel zu dem Brush Pen. Mit dem Pinsel kann man das auch machen. Und genau da ist genau das Gleiche. Auch je nachdem, wie groß der Pinsel ist, je nachdem könnt ihr verschiedene Strichstärken erzeugen. Ne? So, hier mache ich auch gar keine Linien. Kann man auch machen. Aber hier gehe ich auch. Ich drücke quasi nur den Pinsel in der Länge nach auf. Kann man auch kürzer machen oder halt länger, je nachdem, was ihr für einen Pinsel habt. Versuche auch hier die gleichen Neigungen zu behalten. Und beim Stricken ist es ja im Endeffekt genauso, je nachdem, wie dick das Garn ist, umso unterschiedlicher sehen ja dann auch die Strickmuster im Endeffekt aus, ne? Dicker Wolle, jetzt mal hier, ganz andere Farbe, aber es geht ja auch nur im Effekt. Der Pinsel ist jetzt zwei Nummern größer, hier der kleine ist 0, das ist eine 2. Wie gesagt, je nachdem. Ich finde es halt hier ein bisschen angenehmer, weil es unsauberer aussieht. Und der Vorteil beim, was heißt der Vorteil? Ein Effekt noch beim Pinsel ist, der Pinsel verliert halt, also beim Brush Pen kommt gleichmäßig Farbe raus. Beim Pinsel geht die Farbe halt, ne, die Farbe übertragen wir ja aufs Papier und im Pinsel wird die Farbe immer weniger und dadurch verblassen dann auch Pinselstriche. Kann auch ein schöner Effekt sein. Ich glaube, ich werde mit dem Pinsel arbeiten, damit ich euch das richtig schön zeigen kann mit dem Pinsel. Mit dem Brush Pen ist es recht einfach. Da bleibt die Farbe schön gleichmäßig und ich denke, ich möchte mehr so ein, vielleicht, wie nennt man das, vielleicht einen urbanen Stil. Ja, ein bisschen wilder. Aber hier seht ihr nochmal die Effekte mit dem Pinsel und hier mit dem Brush Pen. Es ist jetzt ein ganz normaler Filzstift von Stabilo, also kein Brush Pen oder irgendwas. Aber auch hier kann man solche Linien nachempfinden. Die sind zwar dann recht sauber und gleichmäßig, aber das ist auch ein schöner Effekt. Also das kommt ja dann auch immer auf einen selbst drauf an. Und diese kann man auch auf die Blending-Palette übertragen. Denn die meisten Filzer, gerade die von Stabilo, sind auch alle auf Wasserbasis. Und dann kann man sich den genauso hier auf den Pinsel nehmen und mit dem Pinsel die Farbe aufbringen.
Ja, sieht auch ein bisschen ungleichmäßiger aus, genauso wie hier oben. Aber es ist die gleiche Farbe wie hier drüben. So, ich denke, ja, das ist trocken. Und da können wir zur Tat schreiten. Werde tatsächlich, na, obwohl, ich habe jetzt zum Grundieren, habe ich das Lilac genommen. Das habe ich, wie gesagt, auf die Blending-Palette gemacht und mit dem Pinsel aufgetragen. Und ich glaube, ich werde mich jetzt für das Pale Violett entscheiden. Oder bleibe ich beim Lilac? Jetzt bin ich ja so ein bisschen hin und her gerissen. Immer wenn man die Wahl hat, hat man die Qual, ne? Es wäre natürlich praktischer, wenn ich eine dunklere Farbe nehmen würde. Jetzt habe ich aber das Lilac schon die dunkelste Farbe zum Grundieren genommen. Ich mische es. Mische es so ein bisschen an hier. So, Pinsel nehme ich mal auf die rechte Seite, weil ich da ja auch agiere. Gebe es wieder hier auf meine Blending-Palette. Und ich kann es ja hier auch immer wieder drauf geben. Ne? So, das mische ich jetzt hier einfach mal mit durch. Ich nehme den Pinsel in Größe 2. Nimm gar nicht so viel Wasser, weil ich will es ja gar nicht so dünn haben. Ne? Ich möchte es ja schon von der Farbe sehr kräftig haben. Und fange dann beim S an. Gehe auch richtig schön an den Rand ran. Kann auch ein bisschen über die Grundierung rübergehen. Und setze dann zur zweiten Reihe an. Durch das Blatt natürlich drehen. Ja, natürlich ein bisschen einfacher. Und wenn hier mal ein paar Linien nicht gleichmäßig sind, ist gar nicht so dramatisch. Das ist immer so perfektionistisch. Ich auch. Versucht, gleich groß zu bleiben, ungefähr. Ich muss gleich ein bisschen neue Farbe raufgeben. Man kann die Linien halt auch zeichnen quasi. Ne? Man muss nicht nur mit dem Pinsel aufdrücken. Wenn jetzt halt muss ich nicht so die Hand verrenken. Hier ist mir die Lücke quasi schon zu groß. Deswegen also. Versucht Abstand zu halten, aber so nah wie möglich beieinander. So. Ich finde, das sieht doch schon ganz toll aus. Das gefällt mir schon. So, und den Faden quasi, die
die Schwünge vom S hier, die mache ich quasi nur in einem. Also in einer, wie als wenn das so ein Seil wäre, ne? So wie so ein gedrehter Faden. Dann nehme ich mir neue Farbe auf und so machen wir das jetzt bis zum letzten Buchstaben. Vielleicht auch schon gesehen, dass ich auch ein bisschen mit dem Pinsel noch rum experimentiert habe, wie ich ihn halte, und habe dann im Endeffekt eigentlich eine ganz normale Pinselhaltung für mich entdeckt, um dort das Muster zu finden, anstatt immer nur einmal aufzudrücken. Sicherlich kann man das auch mit dem Brushpinsel ausüben, indem man so einen kleinen Strich wegzieht, ne? Dann ist es nicht mehr ganz so tropfenförmig, aber ich glaube, tropfenförmig im Gesamten würde es auch schön aussehen. Mir gefällt das Ergebnis erstaunlich gut. Ich bin doch ein bisschen positiv überrascht. Die Farbe gefällt mir und man sieht halt auch schön, dass die Linien oder dass die Striche halt manchmal ein bisschen dunkler, manchmal ein bisschen heller sind. Dieses Wilde, das gefällt mir doch schon ganz gut. Jetzt würde ich hinter jedem Buchstaben noch einen Schatten setzen. Das mache ich mit einem grauen Brushpen. Lege mir aber, ich nehme jetzt mal hier mein Schmierpapier, ein Papier noch drüber, damit ich mein Werk nicht verschmiere, und setze quasi mit Abstand einen Schatten mit einem hellgrauen Brushpen noch hinter die Buchstaben. Und mit einem schwarzen Feinliner werde ich das Weather noch nachziehen. Und zwar in der Größe 1,0. Thank you.
Wir sind fertig. Ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen. Wenn ich euch inspirieren konnte und ihr selber ein Werk schafft und ihr das teilt in den sozialen Medien, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr den Hashtag Sonntags mit Lillis verwendet und vielleicht mich auch drin verlinkt. Dann kann ich das sehen und dann werde ich das auch auf jeden Fall teilen. Ich wünsche euch ansonsten viel Spaß beim eigenen Kreativwerden und wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Tschüss.